Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur dritten Folge von Train Valley 2. Der Name ist schwer, ich weiß. Und heute möchten wir den Staudamm anschauen. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir auch dieses Level meistern. Oh, 11 Minuten 30 ist sehr schnell. Okay, ich bin gespannt. Lass keinen Zug zum falschen Bahnhof fahren. Baue nicht mehr als 2 Loks. Also 2 Loks extra, oder wie? In diesem Level kannst du Brücken bauen. Schalte um in den Brückenbaumodus. Der da, okay. Also so eine wie hier steht zum Beispiel. Also wir sollen... Übrigens, so. Also wir sollen nicht 2 zusätzliche Loks mehr dazu bauen. Also 2 können wir aber nicht mehr. Gut. Pause, bitte. So. Wir haben da oben eine City. Die braucht Bricks, Bretter und Baumstämme. Wir haben hier Baumstämme, wir haben Bretter. Wir haben eine andere Stadt, die Bretter braucht. Wir haben Sand. Und wir haben Bricks. Okay. Dann würden wir natürlich als erstes mal die Bretter anschließen, denn das ist das Einfachste. Was ist das denn hier schon wieder? Ein Haus. Das umgehen wir jetzt mal. Dafür gehe ich hier durch. Wir haben gut Geld. So, das wäre mein erster Anschluss hier. Einmal so. Und dann vielleicht gleich runter über die Brücke. Hier kann ich ja sicherlich nicht bauen. Man muss ja hier sowieso was zerstören. Also von dem her, es kommt nicht so drauf an. Also. Lege fest, wo genau die Brücke gebaut werden soll. Wir können hier hinten. Ah, die sind fertig. Boah, 30.000 ist recht viel. Wenn ich da ehrlich bin, hier geht's auch, sonst geht's nirgends. Ja, hier hätte ich sonst... Hier zerstören wir mindestens 2. Hier auch mindestens 2. Und hier halt 3. Ja, komm. So, baue ich da hin. Jetzt habe ich noch 10.000. Ich denke nicht, dass es schon reicht, um da das Ganze anzuschließen. Ja, vor allem, weil hier wird es teuer. Doch, wird genau reichen. Na gut, komm. Also, wir haben den letzten ausgegeben. Ich drücke auf Play. Und es geht los. Wir haben 3 Züge. Und als erstes gilt es natürlich mal hier, das Ganze zu versorgen. Und hier sind schon 2 drin. Sehr geil. Ja, es wird schon kritisch. Schon das erste Mal, aber es geht. Ja, wenn da natürlich schon 2 sind, ist das natürlich noch besser. Dann haben wir schon 2 abtransportiert. So, vor allem, weil da ist die Belohnung 4000. Das ist ja nicht mal so schlecht. So, auch die schönen Animationen überall. Man kommt gar nicht dazu, weil sie so ausgelegt ist, dass man hier so aufpassen muss, kommt man gar nicht dazu, die Animationen so richtig schön anzuschauen. So, und jetzt gehen wir von hier nach da. Es ist aber noch richtig eingestellt. Sehr schön. So, und jetzt würde ich mal Bauarbeiter nach da unten schicken. Wir brauchen ja einige. Also wir brauchen 6 Bretter hier und da oben 4 Bretter sind 10 Bretter. Also meine 3 Züge gehen nach da unten. Wenn dann der erste angekommen ist, kann ich einen für hier verwenden. Und danach müssten wir das Holz nach unten bringen. Dann. Aber hier brauche ich auch schon wieder Arbeiter gleich. Wir hätten hier zwar auch noch. Das hätte ich viel besser gemacht. Hätte ich das so gemacht. Na komm, dann fahren die jetzt auch gleich da nach unten. Oh ja, da war ja noch was mit dem Vorrat. Schnell stoppen. So, sobald der produziert ist, jetzt fahr weiter. Der auch. So. Weil mehr als 4 geht nicht auf Vorrat, oder? Ja, genau. Gut, und dann liefern wir da das Holz ab. Hier ebenfalls. Und dann können sich da schon die ersten Bretter auf den Weg machen, eigentlich. In diese Richtung. So, und wir können schauen, dass wir mal da einen Weg machen. Hierhin. Das wäre so das Beste. Und
da brauchen wir wieder neue Mitarbeiter. Nur die Frage ist, wann machen wir das? Ich schicke dann nochmals zwei los, dann haben wir das da oben geschafft. Auf jeden Fall. Und sie brauchen dann wieder Holz. Und für Holz brauchen wir Arbeiter. Sehr schön. Obwohl, vielleicht sollte ich erstmal noch, soll ich die 26.000 in Züge oder in Schienen investieren? Hm. Das ist da die gute Frage. Also wenn ich hier weggehe. Bin ich mir nicht mehr so sicher. So, ich glaube, ich schaue zuerst, dass wir hier Arbeiter haben. So. Und investiere doch mal noch 10.000 für eine bessere Lokomotive. Obwohl das Format 3 halt ja, ein bisschen schwer ist mit dem Rechnen dann. Das macht es ein bisschen schwer. So. Die machen sich auf den Weg und für da unten schauen wir jetzt mal Pause. Also, ab da, so. Ja, da geht's nicht weiter. Vielleicht kommt's günstiger, wenn ich das Ganze so mache und dann halt da so durch. 21.000 kostet das, machen wir. Gut. Kann ich nämlich auch hier Arbeiter losschicken, die dann da in die Fabrik gehen. Und wir können natürlich dann da auch die Bretter anliefern, dementsprechend. Wie ich von dem Berg runterkomme, bin ich mir noch nicht so sicher. Da muss ich noch schauen, was das, wie das gehen soll. So, das Problem ist, dieser Zug ist zu früh, weil wir müssen zuerst die Bretter verarbeiten. Personallogistik haben wir da freigeschaltet. Also der stoppt mal schnell. Der fährt mit den zwei Brettern, fährt hier hin, dass wir da die Bretter fertig haben. So, der darf ruhig noch ein bisschen weiter. Und der nächste fährt wieder hier runter. So, wir sollten langsam mit den Bricks anfangen, weil wir brauchen 12 Bricks. Das ist so die nächste. Ja, so war es schon zu spät. Es hat, glaube ich, geklappt. So, die ersten zwei Bretter fahren da los. Und wir brauchen da wieder Arbeiter. So, und den Zug grade ich gerade mal ab. So, da kommen Bretter an und jetzt schauen wir mal schnell. Da kann ich ja Brücken setzen. Wie kann ich denn da jetzt... Ah, da runter geht. Okay. Hm, ist natürlich denkbar blöd. So, würde gehen. Da rein und dann außen wieder raus. Mache ich das mal so? So, also hier rum. Und dann da hoch. Und für das brauchen wir eben gerade noch Geld, dass wir das auch umsetzen können. Was ich aber kann, ich kann da schon mal Arbeiter liefern. Dass die schon mal produzieren können da. So, Holz. Wir brauchen noch 4 Holz. Das sollte mit den Arbeitern da jetzt ausreichen. Hier haben wir auch 4 Arbeiter. Sollte das ausreichen. Die beginnen hier zu arbeiten. So, da haben wir es gleich. So, los geht's. Und dann hier. Da anschließen. So, der fährt los nach da oben. Der kommt da unten an, dann können wir danach die Bretter liefern. Ja, und jetzt brauchen wir da... Wir brauchen da noch Arbeiter. Fällt mir da so ein. Wir brauchen sowieso noch eine Verbindung von da drüben, hier. Äh,
Ja, das geht so nicht. Ich muss da was zerstören. So, zum Beispiel. So eine Verbindung brauche ich da noch, denn ich muss da auch noch Arbeiter liefern. Sonst geht das nicht. So, da noch ein Zug. Und da ist dann der nächste Zug. So, noch schnell stoppen. So, der fährt hier los. Der hat auch 3 geladen. Ja, blöd. Es muss sowieso noch einer fahren. Groß bringt das nichts. Und hier fährt nochmals einer los. Umstellen, nicht vergessen. Lass ich den noch losfahren, dass die Bretter erledigt sind. Für den Moment. So, sobald er auf 3 steht, liefere ich da mal die ersten Bricks. So. Wir brauchen also noch einiges mehr. Und es fehlt vor allem an den Arbeitern hier unten jetzt. Na komm schon, ich grade den gerade noch ab. So, los geht's. Ob ich jetzt noch einen kaufen will, weiß ich nicht. So, wir fügen da noch einen hinzu. Der fährt hier rein. Den starte ich auch noch. Und sobald dann der andere da soweit ist. So, 11 Minuten 30. Wir haben noch, noch 3 Minuten. Mal schauen, ob das noch was wird. Geht's auf 5? Jawohl, es geht auf 5. Also das klappt schon mal. So, die 2 Sand liefere ich da mal ab. Das ist ja noch das Einzige, was fehlt, hä? Ja, genau. Soweit schon. Wir könnten noch Geld verdienen, indem ich da jetzt noch was rumführe, aber am Ende bringt das nicht groß was. Sondern das, was zählt, ist da schon hier. Ah, das mit den Arbeitern hinbringen. Also, es macht ja irgendwie... Sinn macht es nicht unbedingt. Weshalb verschwinden die denn immer? Das ist also die Frage, die sich da so stellt. So, sie haben gerade wieder 3 Arbeiter bekommen. Da oben wird jetzt auch fleißig produziert. Boah, Glück gehabt. Also richtig Glück gehabt. Und ich starte gleich noch einen. So. Und danach bringen wir wieder Leute hin. Da oben hat es tendenziell noch Leute. Also da ist noch nicht so Not am Mann. Jetzt können wir hier wieder starten. Neun brauchen wir da noch. So, gleich den stoppen. Wenn es nötig ist. Ja, es ist nötig. Zwar nur für kurze Zeit, aber gestoppt ist gestoppt. Es fehlen noch 6. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Theoretisch reicht das schon. Nur Arbeiter fehlen. Ja, da fehlen die Arbeiter. Und dann müsste das reichen. Auch wenn wir da jetzt noch produzieren. Vorsichtshalber kann ich ja da schon mal einen lossenden. Im Fall, wenn es doch nicht so ist. So, der fährt jetzt los. Und die letzten 3 werden produziert. Also so gesehen, ich kann den auch durchfahren lassen. Weil... Ich nehme an, die 6 an der Zahl steht dafür, wie viel da gelagert werden kann. Wenn 6 sind, dann können auch auf einmal 6... Arbeiter und 6 Sand gelagert werden, nehme ich an. So, die letzten 3 fahren los. Sehr schön. Ja, das nimmt einem schon ein bisschen mehr Arbeit hier.
da habe ich mal schnell was getrunken. Also am Anfang war es ja noch einfach, in 5 Minuten. Jetzt setzen wir hier 11 Minuten in-game. Ah, oh, wir haben es knapp nicht geschafft. Bisschen zu lange überlegt. Schade. Und das nächste Level, der Garten, kommt. Und ihr seht hier, hier kann man dann die Modelle freischalten. Also ich konnte hier schon wählen. Man kann hier wählen, welche Lokomotive man haben möchte. Es sind aber, glaube ich, eher Skins. So, wir starten noch schnell in den Garten. Schauen mal, was es da so gibt. So, 11 Minuten 30 wieder. Keine Loks verbessern. Das wird ja auch wieder toll. So, wir haben da eine Stadt, die braucht Glas. Und wir haben da eine Stadt, die braucht Glas und Gummi. Gut, wir haben Sandwerk zum Aufbauen. Glaswerk zum Aufbauen. Gummi steht bereits. Wir müssen wahrscheinlich hier runterfahren. Ja, nehme ich an. Okay, lass uns dadurch schon mal planen. Von da nach da. So, die ersten 3000 sind weg. Ja, da hat man keine andere Möglichkeit da. Und da nochmals 16.000. Genau. Und dann habe ich da noch die Möglichkeit, so eine Verbindung reinzubauen. So. Drücke ich da mal auf Play. Und dann kann da der erste Zug losfahren. Da können wir schon mal die Produktionskette machen. Und mit dem Gewinn können wir dann hier noch anschließen und den Gummi erstmal abliefern. Das wäre da so das Ziel. Und die Arbeiter können wir vielleicht sogar von da nehmen, wenn ich jetzt da schnell bin. Und das spart vielleicht dann genau diese Sekunden. Und ich da noch einen Zug starte, können wir da auch schon mal Arbeiter befüllen. So, zum Beispiel. Wir haben 4 Züge zur Verfügung. So, da lasse ich den ersten Zug nach da runterfahren. Aufpassen hier. So, passt aber. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Da der nächste. Ne, was ist jetzt das wieder hier? Habe ich etwas dazwischen gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt gleich 2, die ich hintereinander liefern kann. Jetzt steht das ja noch hier. So. Und danach können wir mal hier Output liefern. Also jetzt hier. Wieder Leute. Da stimmt die Weiche. Das stimmt alles. Ja, und danach müssen wir schauen, dass wir da genügend Geld haben für die Werke da. Da sehen wir noch einen und jetzt können wir mal hier raussenden. So, der erste Gummi, der zweite wird gleich erstellt. Und alles weitere, hätte ich gedacht, sehen wir dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, wir schauen, wie wir hier weiterkommen. Da kommen auf jeden Fall die ersten Lieferungen, die auch gut Geld geben. Und da können wir schon mal das da aufbauen, denke ich. Dass wir da schon mal einen Anschluss haben. So. Na dann. Ich kann kaum aufhören. Da noch einen. Komm, den klicke ich noch. Und da klicke ich auch noch einen nach unten. So, danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.